So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und ich habe mir zusätzlich überlegt, heute ist ja die Raider Mittwoch-Folge, heute ist aber auch der allererste Tag von dem Geschenke-Event, wo ihr also 30 Geschenke öffnen könnt und könnt 20 im Inventar lagern zum Verteilen. Und ich möchte mir jetzt jeden Tag die Mühe machen, dass ich wirklich 30 Geschenke annehme und die Eier, die aus den 30 Geschenken kommen, das sind ja 2 Kilometer Eier statt 7 Kilometer Eier, werde ich täglich ausbrüten und werde jeden Tag ein Video drüber machen, wie viele Eier ich aus 30 Geschenken bekommen habe. Denn das werden nicht 30 Eier aus 30 Geschenken sein. Ihr öffnet ja manchmal ein Geschenk und kriegt kein Ei. Und vor allem auch, was ist in den Eiern drin? Ist ein Shiny dabei? Ist was Gutes dabei? Gibt es einen Hunderter? Gibt es einen Shiny? Gibt es ein Baby? Gibt es einen Alola? Jeden Tag werde ich jetzt eine Folge machen, solange wie das Event ist. Hoffe, das interessiert manche. Ihr könnt natürlich dann auch immer reinschreiben, was ihr so aus den Eiern bekommen habt. Und joa, das habe ich damals ja schon mal gemacht, als das mit den Kontinentalen war, als es da Tauros, Kangama, Porenda und so weiter aus den 7-Kilometer-Eiern gab, bin ich jeden Tag los und habe mindestens 18 Eier gebrütet, immer 2x9 Ladungen in einer Folge und habe dann irgendwann komplett zusammengefasst und gerechnet, wie waren jetzt die Wahrscheinlichkeiten, wie oft ist was rausgekommen. War ganz interessant, jetzt wollen wir das mal gucken mit den Babys, mit den Alolas, mit den 2-Kilometer-Eiern im Geschenke-Event. Jetzt geht's aber los mit der Raid am Mittwoch-Folge. Und angefangen hat die Woche beim Thomas Samaschke, der hat sich nämlich die Silbermedaille verdient, erlöse 50 Krypto-Pokémon, Glückwunsch dafür. Das ging relativ schnell bei ihm. Mittlerweile habe ich die ja auch schon bekommen, habe ich dann beim Community Day Video zu Drassler live im Video gemacht. Nicht nur die 100 Rüpel besiegt, sondern auch die 50 Krypto-Pokémon erlöst. Dann habe ich einen Knospi gebrütet, das war relativ gut. Das ist, glaube ich, ein 96er hier aus München, Bayern, am 31.07. Steht ja immer auch das Datum gleich mit dran, dass man genau weiß, was wie wo. Und ein Klingplim gab es auch hinterher. Auch, glaube ich, ein 96er, wie man hier sieht. Sind also relativ gute Werte. Und darauf habe ich mich besonders gefreut. Ein Alola, ein Shiny Alola Mauzi aus dem Ei. Das ist richtig genial. Dieses Blau sieht einfach richtig herrlich aus. Dann Pupsi, seit Eventbeginn habe ich jeden Tag wie eine Bekloppte nach der Arbeit danach gesucht. Ich habe es eigentlich schon aufgegeben, aber dann kam es natürlich noch ein Shiny Rattan. Und irgendjemand hat ja auch unter die Kommentare geschrieben, es ist schon auffällig, dass du immer direkt alle Shinies gleich hast. Aber selbst beim Rattan, ich habe mein Rattan auch erst am allerletzten Tag vom Event bekommen. Das hat also nichts mit sofort alles direkt zu tun. Und mein zweites Rattan habe ich ja dann auch nur gehabt, weil Pupsi eins gefangen hat und das Bubi genannt hat und mir das dann rübergetauscht hat. Sonst hätte ich ja eigentlich nur eins und das eine hätte ich fast auch gar nicht gehabt. Deswegen, man muss da schon wirklich was dafür tun und suchen und machen und ja, die fliegen einem nicht zu. Ihr könnt da keinen VIP-Vertrag mit Niantic machen, dass wenn ein neues Event kommt, die euch einfach komplette Familie in die Box legen, dass ihr Videos darüber machen könnt. Ihr müsst trotzdem natürlich die suchen und müsst Glück haben. Es gab auch Events, dann hat man 2000 angeklickt und nichts gehabt und ja, bei manchen geht's, sie klicken 200 an und haben gleich schon 3 Stück. Ist bei jedem eben immer anders. Und da ist auch nochmal der Beweis, 2391 gesehen insgesamt, ohne ein Shiny gehabt zu haben. Andere haben mit der Statistiken gezeigt, die haben wirklich 200 gesehen, 150 gefangen und ein Shiny gehabt. Und bei fast 2400 kein Shiny, also das war schon übel. Dann haben wir ein lustiges Bild gefunden, Eier ausbrüten in Perfektion mit dem Huhn, das Elisa-Huhn. Das hat nicht viel zu tun, aber es kann Eier ausbrüten, sogar mit Weste. Sieht richtig genial aus. Und dann haben wir noch was gefunden, nämlich das Shiny Rayquaza, was ja jetzt in den 5er Raids ist. Das sind ja alle so gehypt drauf gewesen. Und gehen immer raus und machen das und hier seht ihr schon mal Shiny Rayquaza, wie das aussieht. Perfekt getroffen, finde ich. Dann der Honkuto, der hat auch was Gutes erwischt, ein Rattan mit, müssten auch 96% sein. Level ist okay, mal gucken, vielleicht hat er das aus dem Raid oder sonst was, das könnte Level 20 sein. Und Bob the Rob mit einem
100% Bisasam, ein Krypto-Bisasam erlöst, damit es eben jetzt 100% hat auf Level 25. Ich würde im Prinzip sowieso solche Pokémon nur erlösen, wenn sie danach 100% haben, einfach so zum Spaß. Aber wenn ihr permanent immer zu Starter erlöst, die kosten jedes Mal 3000, das ist einfach viel zu teuer. Erlöst lieber Radfratz oder Zubat oder Carvador für die Medaille, denn sonst werdet ihr bettelarm, wenn ihr jedes Mal 3000 oder sogar 5000, wie bei Dratini und Konsorten oder bei Relaxo, da müsst ihr 5000 Staub ausgeben für die Erlösermedaille. Macht das also nicht bei den Startern und nicht bei den bösen, brutalen. Macht das bei dem kleinen Zeug, da ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr 10-mal Zubat hintereinander bekommt. Schon habt ihr 10 erlöste Pokémon wieder, die ihr günstig erlösen könnt. So, dann noch ein Rayquaza, auch ein 96er müsste das sein, weil das Verteidigung nur auf 13 hat. Auch noch mitgenommen und gleich danach hinterher ein 98er aus dem Raid. Leider nur Angriff 14, die zwei anderen werden aber auf 15. Kann man mal mitnehmen, ihr wisst ja, 91 ist das 100%ige. Dann noch ein Shiny gefangen, aber leider nicht auf meinem Account, sondern auf dem kleinen Account. Auch mal mitgenommen. Der Kenny auf die letzten Stunden noch eins bekommen, haben sie es aber wieder spannend gemacht. Smogon war auch so ein Teil. Manche kamen da an in den ersten zwei Tagen schon, hey, mein drittes, mein viertes, und andere, die haben wirklich die komplette Woche durchgesuchtet und nichts bekommen oder gerade mal so eins. Ich hatte Glück, ich konnte mir wieder eins rübertauschen. Wenn man Verbindungen hat und sonst was, da kommt man immer schnell an was. Man muss immer gucken, dass man selber vielleicht eins bekommt. Und dann muss man sich nur eins tauschen oder dass man halt wirklich sich alles tauscht. Aber ich finde immer noch, die Tauschfunktion ist am wichtigsten, gerade bei den Shinies. Ich brauche mir keine legendären Tauschen, die kann ich mir selbst aus Raids holen. Wer keine Raids machen kann, kriegt die aus den Feldforschungen. Aber bei Shinies, das ist wirklich einfach nur eine Glückssache. Und deswegen nutze ich die Tauschfunktion meistens eben für Shinies. Dann gab es hier noch dieses Rayquaza, das müsste vom, keine Ahnung, das habe ich glaube ich auf dem Account von Marco gefangen, ist auch ein 96er mit Angriff 15, da hat er sich sicherlich auch gefreut. Der Kenny noch ein Shiny Rayquaza hinterher mit 21,62. Dann der Christian Löhr, der müsste euch vielleicht schon geläufig sein, der hat ja damals schon das 100%ige Verteidigungs-Deoxys bekommen, jetzt hat er das 100%ige Initiative-Deoxys bekommen und ich glaube, die Welt geht gerade unter. Auf jeden Fall ist es jetzt richtig düster geworden draußen und alles weg. Der Christian Löhr, der fällt immer auf, der haut immer rein und ihr habt ja wirklich, das ist einfach wieder nur eine Glückssache, da wird durch Zufall die IV gewürfelt aus dem Raid, ihr könnt das nicht beeinflussen, ja, kriegt er da einen 100er, jetzt von dem Deoxys auch einen 100er, richtig genial auf jeden Fall. Dann der Bierbenny hat auch ein Hydrobi erlöst, auch ein 100%iges erlöstes Hydrobi bekommen. Dann der Bierbenny, gleich das erste, macht seinen ersten Rayquaza-Raid und bekommt direkt ein Shiny Rayquaza. Auch richtig genial. Dann haben wir wieder ein Bild gefunden. Ihr kennt ja alle sicherlich Dragon Ball und Shenlong. Und wenn ihr die 7 Dragon Balls findet, und da wurde Rayquaza einfach mal zu Shenlong. Ist auch ein super geniales Bild. Würde noch so ein Goku fehlen, dann wäre das noch lustiger. Bob the Rob auch mit einem 21,91er, das haben wir ja schon gesagt, das ist das 100%ige, jetzt seht ihr es hier also, nochmal Bob the Rob im Feldforschungsdurchbruch mit einem Shiny Kyogre, auch richtig genial, also der hat auch immer voll die Glückssträhne und dann, yeehaw, noch ein Shiny Rayquaza hinterher, also der hat wirklich alles abgeräumt, was es gab. Auch Liquid Ghost in seinem ersten Rayquaza Raid direkt ein Shiny bekommen. Dann auf dem Friedhof gab es wieder mal einen neuen Stop, den haben wir mal abfotografiert. Dann gab es die neue Kryptowelle. Es gab ja die ganze Zeit die eine Welle Pokémon, die Krypto sein konnten. Da habe ich dann ein Video drüber gemacht, wie ich die alle entwickelt habe, dass wirklich von jedem eins da ist und ich auch die ganze Krypto-Familie gesammelt habe. Jetzt gibt es also neue Krypto-Pokémon, unter anderem eben auch Quapsel, wie uns hier Bob the Rob zeigt. Oder eben Dragosso, das habe ich dann auch gefunden auf dem Markt. Ein Carpador gab es auch noch hinterher. Ein Carpador eigentlich richtig genial, weil Garados sich ein 100er Garados noch basteln auf Level 25. Das ist eher wieder eins von den nützlichen. Während man Dragosso, Knogger, braucht man jetzt eigentlich nicht so unbedingt, aber der Rest ist schon genial. Dann haben wir hier ein 100%iges Glumanda. Das hatte ich bekommen mit Werten 15, 13, 14. Und ihr wisst ja, wenn ihr das erlöst, bekommt das ja immer 2 dazu.
Hat also dann 15, 15, 15. Eigentlich hätte es ja dann 17, 15, 16. Das geht aber nicht. Und so ist das Glumanda dann eben auch ein 100%iges geworden. Das habe ich auch entwickelt zu einem 100%igen erlösten Glurak. Einfach mal so für die Sammlung. Aber ich würde jetzt nicht die ganze erlöste Familie sammeln mit irgendwelchen unnützen IV. Aber ein 100%iges erlöstes kann man ruhig auch mal behalten. Dann Leosai hat uns ein Bild zugesendet noch mit einem 100% Krypto Dragosso. Das ist natürlich richtig genial. Da muss man auch Glück haben, dass man da ordentlich was mitnehmen kann. Pokémone, gestern und heute mal Glück gehabt. Auf beiden Accounts ein Shiny. Hier also ein entwickeltes Smogmog. Sieht auch richtig genial aus. Ich habe meins leider noch nicht entwickelt. Aber das Bild, das ist wirklich genial. Die Farben vor allem und das Display schön gestochen scharf. Und statt diesem Lila eben dieses Türkis. Richtig cooles Shiny. Die Pokémone mit einem Roselia hinterher. Das war nämlich das zweite, was sie bekommen hat neben dem Smogon. Der Marco dann noch ein Raid gemacht und hat ein 100%iges Rayquaza bekommen. Wuhu, freut er sich hier. Und ihr seht, also Rayquaza ist eigentlich der Jackpot, ist eigentlich richtig geniales Pokémon. Da will jeder eigentlich ein 100er haben und wer eins hat, will trotzdem noch ein zweites. Da kann man sich richtig eine Armee hochziehen. Dann hat auch das Geschenke-Event begonnen ab 5. August, also gestern Abend. Da habe ich tagsüber schon meine 20 Geschenke aufgemacht gehabt, konnte aber abends trotzdem nochmal 10 aufmachen. Vorher war das Limit erreicht, ich durfte trotzdem nochmal 10 zusätzlich aufmachen. Also da hat man jetzt keinen Pech gehabt, wenn man das vorher gemacht hat, man hat die 10 trotzdem noch bekommen. Pushner, endlich mit einem Shiny Alola Raichu. Habe ich auch schon länger, er hat jetzt auch endlich eins bekommen. Ist auch schwer, weil das gibt es ja auch dann nur aus dem Raid, kann man nicht beeinflussen. Der Lift-Up Raider nochmal, MC Ramses, nur damit du das Schlüpfen heute Vormittag nicht vergisst. Der hat auch immer Glück, gerade was Babys betrifft und Shinies aus den Eiern. Ein Shiny Fluffeluff hat sogar richtig gute Werte, wie man hier sieht. Dann der Mitchell, der frühe Micha fängt die Shinies mit einem Shiny Onyx. Und Onyx in letzter Zeit, so viele Leute posten Onyx und bekommen Onyx. Also das hat wirklich so eine hohe Shiny-Rate, denke ich mal. Deferes, endlich mal Glück bei der 7-Tage-Belohnung, auch mit einem Shiny Kyogre. Der Horst of Death, also der Kenny, ohne Glücksfreund, einfach mal getauscht und ein Lucky Kyogre und ein Lucky Entei getauscht bekommen. Ja, kann man auch mal mitnehmen, 23, 31 ist sogar relativ gut, 51 wäre das 100er, wissen wir ja alle. Dann der Ben aus Bad Rodach, wenn ich es erlösen würde, wäre es 100%. Ich habe noch gar keinen Slimer jetzt bekommen, darauf warte ich immer, wenn dort steht, darauf kannst du Gift nehmen, denke ich, jetzt kommt Slimer und dann kommt plötzlich Zubat. Oder dieser Sam natürlich dann richtig ärgerlich, weil auch fürs Erlösen das dann ziemlich teuer ist. Aber er hat es dann, glaube ich, erlöst, genau, jetzt hat es also 100%. Der Ben aus Rodach, richtig genial, habe ich auch gleich mit reingenommen. Jamaikor auch, Bisa. Wenn er das erlöst, natürlich auch ein 100%iges, ist er jetzt schon ein 98er, der Angriffswert wäre dann auch auf 15, kann man also mal mitnehmen und Level 25 hat es danach, wenn er noch kein 100%iges Visa Floor hat. Und würde ich aber aufheben, vielleicht kann man es ja nochmal entwickeln für die Spezialattacke, glaube ich aber nicht. Und wo wir gerade bei Visa Floor sind, gab es wieder ein wildes Visa Floor. Beim Rewe, glaube ich, schon wieder in der Gegend mit 1900 WP. Habe ich gleich wieder mitgenommen mit 20 Bällen. Und dann war auch der Drassler Community Day, wenn das der war. Da gab es ein 98%iges Drassler. Auch beim Rewe in der Gegend, also da sitzt eigentlich immer viel rum. Das haben wir natürlich gerne mitgenommen am Community Day. Dann haben die Leute alle wieder ihre Shinies gepostet und entwickelt. Der Nägelmon mit seinem Gardevoir und seinem Galagladi, alles Shiny. Einmal für dich, hat mir der Brein geschickt. Der war ja auch beim Community Day dabei, ist dann gegen Ende aber gegangen. Dem habe ich gar nicht abgefilmt und ja, das habe ich auch vergessen mit reinzunehmen. Hat also auch 7 Stück bekommen. Bob's Rob hat eins bekommen. Der Hullebutz auch ein 98%iges mitgenommen. 15, 14, 15. Kein Shiny, aber ein normales. Der Kenny war in Erfurt irgendwie unterwegs. Hat gemeint, er hat mit dem Klicker mehr Shinies gefangen als per Hand. Und ihr seht, hier sitzt ja wirklich alles voll. Da ist der Stop noch nicht mal an und trotzdem sitzen da einfach 1000 Drassler um den Stop rum. Auch der Gefa hat uns hier gezeigt. Hat also da auch 5 Stück und ein Gardevoir entwickelt mit 88.
Ein Gardevoir entwickelt als Shiny, aber ein Galagladi hat er wohl nicht entwickelt. Das muss er noch nachholen. King of Habitat, auch ein 98%iges, was aber nicht das war von vorhin, weil das wahrscheinlich irgendwo anders gesessen hat, aber sein Bestes heute hat auch ein höheres Level als das andere, denn das andere hat ja nur 300 noch was gehabt und das hat schon 483. Hey Digga, was machst du da? Dann der Kenny wieder eins für die Sammlung mit einem 0%igen Smogon, der Mörsel. Fang des Tages hat ein 100%iges Krypto-Dragosso bekommen. Auch richtig genial auf jeden Fall. Der Siro mit einem Shiny Pandir, denn das gibt es ja immer noch. Letzten Monat war das da aus der Aufgabe. Diesen Monat haben die Aufgaben sich nicht geändert. Ihr habt also immer noch den ganzen Monat Zeit, Shiny Pandir zu bekommen in der Form Nummer 8. Markus klickt mit meinem Account ein Onyx an und es wird sofort wieder Shiny. Denn der Markus hat in letzter Zeit so viele Shiny Onyx bekommen. Jetzt tippt das bei seiner Dame an und auch Shiny Onyx direkt. Und da ist er sofort, der Pushner, von dem wir gerade geredet haben, Jackpot Baby. Auch ein Shiny Rayquaza bekommen. Nagelmon ist aufgestiegen zu Level 40. Glückwunsch dafür. Sally Maus, was natürlich sehr traurig ist, 6. oder 7. Woche in Folge. Immer ein Latios, nicht mal ein Shiny, einfach nur ein Latios, ein männliches. Das ist schon traurig. Ich meine, bei den Raids hat man das gerne mitgenommen mit Shiny-Chancen, aber aus dem Weltforschungsdurchbruch wünscht man sich ja eigentlich doch andere Sachen. Ditch mit ihrem zweiten Shiny-Griffel, das hat sogar ein Herz zwischen den Beinen, sieht auch richtig genial aus. Der Markus, also aka Pushner, nochmal mit einem 100% Pfiffchen. Kann man auch entwickeln. Der Nagelmon mit einem 0% Charlellos. Der Nagelmon, der hat wahrscheinlich dasselbe Pfiffchen, was da abends gesessen hat, dann entwickelt. Und schon ist es natürlich ein 100%iges Magnaien. Ist das Level denn das gleiche? Ja, genau. Am Bogen können wir erkennen, dass das ungefähr dasselbe Level ist. Der Lift-Up Raider, gerade vor der Tür aufgetaucht und beim Kleinen war es ein normales, wo ich dann schon dachte, heute ist Evoli Community Day. Weil dann noch ein paar andere gepostet haben, dass da auch bei denen einfach Shiny Evoli aufgetaucht ist. Der Thomas Samaschke nochmal, hier also ein Drassler aus dem Ei und ein entwickeltes Gardevoir wieder ineinander geschmolzen, wie auch immer das funktioniert, das habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Und der Thomas Samaschke zeigt uns auch seine Sammlung, er ist zufrieden, 4 Stück hat er, jede Form hat er, das Drassler, das Kirlia, Gardevoir und Galagladi sind alle vorhanden. Ihr seht auch das Shiny Onyx da drin, jeder hat ein Shiny Onyx, habt ihr auch ein Shiny Onyx? Schreibt's mal in die Kommentare, wer noch keins hat, schreibt's mal in die Kommentare. Dann die Ditch auch mit einem Shiny Rayquaza, 93%, 15 Angriff, hier ein Bild, das lasse ich einfach mal so stehen, das könnt ihr euch selber mal angucken mit Rayquaza, mit Kyogre, mit Groudon natürlich und Groudon macht da Feuer und Kyogre Wasser und dann kommt das und dann hui und dann wächst die Pflanze gut so irgendwie. Der Extreme hat uns dann gezeigt, der hat uns einen Go Plus Aufsatz, damit ihr nicht ständig selber drücken müsst. Könnt ihr das über euer Go Plus stülpen, diesen Halter, und so ist der Knopf dann gedrückt und wenn ihr durch die Gegend lauft, tut das automatisch dann also fangen und Stops drehen, dann müsst ihr auch nicht, müsst ihr das Go Plus nicht umbasteln. Manche, die sagen ja, du musst den Draht da und da dran löten und dann fängt das immer automatisch, aber wer sich nicht auskennt, macht da wahrscheinlich noch alles kaputt. Mit dem 3D-Drucker habt ihr aber auch die Möglichkeit, euch einfach so eine Kappe zu basteln, zu drucken oder im Internet zu bestellen für 5 Euro und dann habt ihr sogar auch einfach scharf mit eingraviert, sage ich mal, draufgedruckt. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Genauso schwarz wie dieses Rayquaza übrigens. Das ich, glaube ich, wieder bei Marco gefangen habe auf dem Account. Der hat sich da riesig gefreut. Und ich habe zwar kein Shiny bekommen, aber mein zweites 100%iges Rayquaza. Der Gefer auch mit einem Shiny Rayquaza 82%. Besser als nichts. Der Brain mit einem 91%igen Shiny Rayquaza mit 15 Angriff. Dann hat der Iswo mir noch was gezeigt in seiner Freundesliste, was mir auch schon aufgefallen ist. Guts bei Saphir.
hat er eingespeichert und am Spitznamen starker Typ. Denn der hat einen Buddy, der heißt einfach Ramses Iswo mit einem Herzchen davor. Und das ist doch cool. Auf die Dicken hatten wir letztens ja schon beim King Zapdos Junior. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle, auch korrekter Dude. Und hier also ganz bei Safir mit Ramses Iswo als Buddy, ein dickes Relaxo. Sehr cool, so muss das sein. Ditch nochmal mit ihrer Ausbeute, die hat also mittlerweile schon drei Shiny Rayquaza bekommen und aus zwei Raids direkt zwei hintereinander. Die hat also auch immer Glück, so muss man das machen. Hier sehe ich auch 21,85, auch ein 98er, nimmt man natürlich gerne mit. Die Sally Maus hat getauscht mit Nägelmon auf dem kleinen Account und hat ein Lucky Pikachu mit Partyhut bekommen. Und zweites Glücks heute mit Nägelmon noch ein Onyx mit, ich tippe mal auf 93%. Das kann man ja so mit dem blanken Auge schon erkennen. Und der Pushner, Shiny Onyx Meister, hat wieder zugeschlagen. Da ist es wieder. Das nächste Shiny Onyx. Das geht gar nicht mehr ohne. Ditch hat ihr zweites Krypto-Pokémon erlöst. Also ihr zweites 100er Krypto-Pokémon erlöst. Erlöst hat sie bestimmt schon mehr. Hat aber wieder ein 100%iges bekommen. Diesmal ein Radfratz. Und das vorhin eben Shiny Evoli, das war nämlich am selben Tag wie beim Lift-Up-Raider, das vor der Tür gesessen hat. Dann der Pushner, bin jetzt Onyx-Meister, hat sein Buddy dann auch gleich umgenannt. Pushner und Onyx-Meister, dass ihr auch alle wisst, was Sache ist. Sally Maus nochmal auf dem kleinen Account, endlich ein 100er, hat ein Dragosso erlöst, auch ein erlöstes Level 25er Dragosso nun mit 100%. Dann ist sie noch Glücksfreunde geworden mit Pushner, also mit Markus. Die haben dann auch gleich ein Shiny Rayquaza getauscht, 21,52 beim Pushner, 21,61 bei der Sally Maus. Glückwunsch dafür, das wäre natürlich auch mein Ziel, da einen Lucky Trade zu machen. Der Martin hat noch einen Shiny Radfratz bekommen. Dann hat die Sally Maus einen Dragoran Raid gemacht und aus dem ersten Dragoran Raid mit dem kleinen Account gleich ein 100%iges Dragoran gezogen. Habt ihr auch schon mal einen Dragoran Raid gemacht? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe glaube ich noch gar keinen gemacht, denn ich habe schon genügend 100er und gute und 98er und 96er Dragoranzen gehabt und hochgezogen und gepusht, bevor das überhaupt in die Raids kam. Bonbons hatte ich auch genug, also war das für mich dann nicht nötig. So, da ist es endlich, auch beim Robby, also ein Shiny Rayquaza, beim Nägelmon, Shiny Nägelmon, nochmal ein Shiny Smogon bekommen. Und ganz zum Abschluss möchte ich noch jemanden grüßen, und zwar den Lasse. Der hat nämlich da auch gefragt, kannst du mich mal grüßen? Und der Tobi, der Barbaren-Tobi hier geschrieben, geiles Video, sauber der Tobi. Also Grüße gehen raus an Lasse und Grüße gehen auch raus an Barbaren-Tobi und Grüße gehen raus an Gatz bei Safir und Grüße gehen raus an King Zapdos und King Zapdos Junior. Und das war's jetzt von den Highlights und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Enrico Hinze. Ihr seht nämlich hier gleich, das sind zwei Bilder und das ist total unauffällig erstmal, aber ihr seht wirklich, beide sind vom 3.8. beide in der Nähe von Magdeburg, Sachsen-Anhalt gefangen. Der hat nämlich zwei 100%ige Trassler bekommen. 100% Trassler ist ja schon cool, aber wenn ihr ein normales bekommt und noch ein Shiny als 100%iges und die dann beide an dem gleichen Tag entwickelt zu Galagladi, das ist was Besonderes, das fand ich korrekt. Es gab noch jemanden, der hat dann gepostet, er hat halt ein 100%iges Lucky Trassler bekommen, aber das habe ich mittlerweile ja auch, weil der Candy da was getauscht hat, aber ein 100%iges Shiny und noch ein 100%iges normales und das an einem Tag, das ist also richtig genial gewesen, deswegen für mich Schocker der Woche, Enrico Hinze. Ihr seht jetzt also nochmal das 100%ige Shiny, was er entwickelt hat und das 100%ige normale, was er entwickelt hat. Wasser, das ist auch das Stichwort für jetzt, denn es sieht immer noch sehr regnerisch aus draußen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.